Über 4000 Körperverletzungsdelikte erfasste die Duisburger Polizei im vergangenen Jahr. Wie bedrohlich ein solcher Fall auch für die Beamten werden kann, beweist der nächste Einsatz der Kommissare Can Yildiz und Michael Smolik. Ich weiß nicht, wo. 1525 von Egon. Der findet uns überall, ey. Ich sag's. Hört? Gartenstraße 22, dort in der Imbiss. Anrufen Frau Juchheim. Zweite Sohn, ein Neuer von so einer Schusswaffe bewaffnet. Die Meldung ist vor Ort. Schusswaffe? Ja, klar, wir fahren sofort an. Sonne richtig frei. Der Notruf kam von der Tochter des Imbissbesitzers. Ihr Vater soll sich mit einem Gast eine brutale Prügelei liefern. Die Polizisten müssen besonders vorsichtig sein, denn angeblich ist auch eine Waffe im Spiel. Die Polizei! Die Polizei, die Waffe runter! Leg sie die Waffe runter! Die Waffe weg! Waffe weg! Waffe weg! Gehst du rein, ich hab gesichert! Hau dich kaputt, Junge! Ich hau dich kaputt, Junge! Sie bleiben da einmal liegen. So, einmal umdrehen. Umdrehen. Hand auf den Mund. Wenn die Polizeibeamten in so einer Situation eintreffen und unser Gegenüber auffordern, dass halt die Schusswaffe bitte fallen gelassen wird, können wir als Polizeibeamte nicht sofort einen Schuss tätigen, weil der Herr stand mit dem Rücken zu uns, hat uns zwar wahrgenommen, hat gesagt, ist mir scheißegal, hat weiter draufgeschlagen mit der Unterseite. Und da war für uns eigentlich klar, okay, wir hoffen jetzt, dass er hier nicht von der Schusswaffe Gebrauch macht und ist glücklicherweise dann auch aus seinen Händen gelassen, die Waffe. Wir können doch nicht einfach mit einer Waffe auf einen Mann einschlagen. Was ist Scheiß, los bei Gerl, schau dir in die Fresse, du Wichser! Warte. Pack meine Tochter noch mal an, Junge! Als die akute Gefahr durch den aggressiven Imbisswirt unter Kontrolle ist, rufen die Kommissare einen Rettungswagen. Denn im Streit wurden beide Männer verletzt. Zur Klärung des Sachverhalts befragen die Beamten zunächst die Tochter des Budenbesitzers. Können Sie ihn mal ein bisschen beruhigen vielleicht? Ich hab schon versucht. Das war der Anfang nur, Junge. Was ist denn da passiert? Schauen Sie mich. Nein, nicht. Ich bin dazwischen gekommen. Also ich bin hier einfach lang gekommen und dann waren Sie schon in der Mann. Und dann hat er einfach auf ihn eingeschlagen. Ich meine, man schlägt ja nicht einfach auf den anderen ein mit einer Waffe. Da liegt sie übrigens. Ja, ich hab sie. Gehen Sie da einmal bitte ganz kurz weg. Er ist total liebevoll und ich verstehe. Ich hab gesehen, wie liebevoll er gerade ist. Ich hab's gerade gesehen. Bleiben jetzt einmal kurz zur Seite, habe ich Ihnen gesagt. Sie gehen da zur Seite. Okay? Okay? Ja. Das hat ein Nachspiel, du kleine Ratte. Ja, für dich, Junge. Für mich hat er. Aber hallo, ey. Hallo. Leute, ich will in erster Linie. Erneut droht der Streit zu eskalieren. Die Polizisten beschließen, die Kontrahenten zu trennen. Unklar ist, wieso der Imbissbudenbesitzer seine Tochter immer wieder auffordert, sich beim Onkel in Sicherheit zu bringen. Warum schlagen Sie mit der Waffe ein? Weil der mich bedroht hat mit der Waffe, habe ich mir nur gewehrt. Also ist es seine Waffe? Ja, natürlich, ist nicht meine Waffe. Ist nicht Ihre Waffe? Nee. Gut, ich gucke mir mal kurz die Waffe an. In dieser Situation waren beide Männer aggressiv. Derjenige, der auf den anderen eingeschlagen hat, also mit der Waffe, der war natürlich der wirklich aggressive Typ. Den haben wir da auch festgenommen, weil in diesem Augenblick haben wir natürlich gesehen, er schlägt den anderen Mann nieder. Ganz klar, der Beschuldigte in dem Fall. Wissen Sie, wie stehen die zwei im Verhältnis? Kennen die sich? Sind die Freunde, Verwandte? Also ich weiß nur, dass der Herr, der jetzt hier auf dem Boden lag, der auf meinen Vater geschlagen wurde, ist ein Gast von unserer Imbissbude. Genau, okay. Aber das war immer ein gutes Verhältnis. Deswegen, also jetzt nicht freundschaftlich, aber sie kannten sich halt, es war ein Gast. So und Bekannte das, halt vom Sehen und so. Genau, deswegen weiß ich gerade überhaupt nicht, was hier passiert ist. Okay, haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja. Genau. Hier ist keine Seriennummer drauf, ne? Mein Kollege hat dann festgestellt, dass auf der Schusswaffe die Seriennummer unkenntlich gemacht worden ist. Das hat uns natürlich erstmal sehr stutzig gemacht. Da mussten wir natürlich gleich die K-Wache einschalten, weil die muss dann weiter ermitteln, was mit der Waffe überhaupt ist, wem sie gehört, auf wen sie zugelassen ist. Ja, einmal kurz angucken. Und Sie sind jetzt ruhig, der RTW ist jetzt da, ja? Sie werden jetzt einmal ärztlich versorgt. Die Beamten wollen den Wirt nach der Behandlung seiner leichten Blessuren mit zur Wache nehmen. Denn obwohl die Herkunft der mutmaßlich illegalen Waffe noch unklar ist, sprechen alle Indizien gegen ihn. Schatz, fahr nach Bochum zu deinem Onkel. Bitte, du bist ja nicht mehr sicher in Duisburg. Bitte, okay? Warum sagen Sie das denn die ganze Zeit? Das haben Sie gerade auch schon gesagt. Ja, ja, weil die das hier nicht mitkriegen muss, meine Tochter, oder? Warum ist sie hier nicht mehr sicher? Wechsel, Seite wechseln. Anscheinend fühlt der Imbissbesitzer sich und seine Tochter von dem Gast bedroht. Warum, verschweigt er. Doch auch der Geschädigte verhält sich seltsam. Er verweigert jegliche Aussage und Hilfe. So guter Herr, warum möchten Sie sich denn nicht behandeln lassen? Sie wurden hier gerade mit einer Waffe geschlagen. Herr Pape. Ach, die Pussy kann er nicht zuschlagen. Das ist egal, ich fahr heim. In dem Fall wollte sich Herr Pape nicht behandeln lassen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Vor allem, wenn man so massiv attackiert worden ist, mit einer Schusswaffe auf dem Kopf, er hat Kopfverletzungen gehabt, es kann eine Gehirnerschütterung sein.
Das hat uns sehr gewundert, aber er muss dann wirklich auf eigene Gefahr sagen, okay, ich lasse mich nicht behandeln, da können wir nichts weitermachen. Sie werden auf jeden Fall ja, noch Post von uns bekommen oder einen Anruf bekommen, wegen der Vernehmung. Ja. Sie sind Geschädigter in dem Fall, die Aussage wäre hier ganz wichtig. Den Herrn Juhain nehmen wir jetzt erstmal mit. Okay, gut. Danke euch dann. Ne? Vielen Dank. Ich euch noch. Okay. Tschüss. Ciao. Das Einzige, was die Polizisten vom Opfer erfahren konnten, ist, auch er bestreitet, Eigentümer der Pistole zu sein. Aufgrund des vorliegenden Verstoßes gegen das Waffengesetz übernimmt die Kripo den Fall. Im Einsatz die Kommissare Eckhard Greitner und Frank Steffens. Wir kommen Ihnen entgegen, indem wir Ihnen die Handfesseln abmachen. Und ja, wir vertrauen darauf, dass Sie dann auch ruhig bleiben. Natürlich bleibe ich ruhig. Okay, ist ein Deal. Geht es Ihnen soweit gut, sag ich mal? Wunderbar, ich bin total ruhig, total entspannt. Wenn man bei uns im Büro Ruhe hat, sag ich mal, auch nach einem Smalltalk sind die Leute offener. Man kann eingehender hinterfragen und auch tiefergründig einwirken. Ist besser. Okay, und die Person, mit der Sie die Auseinandersetzung haben, kennen Sie die länger, intensiver, privat? Ja, sagen Sie. Haben Sie schon mal gesehen? Ja oder nein? War der schon mal da? Der war schon mal bei mir in der Pommesbude. Irgendwie in Ihrer Pommesbude? Ja. Die Kommissare sind überzeugt, dass der Budenbesitzer etwas verbirgt. Einen ersten Hinweis darauf überbringt ein Kollege, die Personenüberprüfungen des Festgenommenen und des mutmaßlichen Opfers Georg Pape. Tja, da haben wir ja schon mal einiges so. Also während wir den Herrn Juhain versucht haben, ein bisschen das eine oder andere zu entlocken, kam der Kollege und brachte uns das Ergebnis der Impol-Abfragen. Die konnten ja während der vorherigen Zeit gar nicht durchgeführt werden. Und da öffneten sich doch einige Türen, denn unser vermeintliches Opfer, der Herr Pape, der hat also schon einige schwerwiegende Straftaten auf dem Kerbholz. Ich meine, wenn wir uns das hier so angucken, was der Herr Pape da in die Waagschale wirft, da könnte man einen Schuh draus machen, Herr Juhain. Ja, kann ich aber nichts für. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn, der Stecken hat hier. Ist mir auch scheißegal. Der war ja auch noch nie bei Ihnen im Laden oder zwei, drei Mal. Ja, war das so. Aber auch das... Dieses Geheimnis werden Sie nicht für immer vor uns verbergen können. Der Streifenkollege informiert die Beamten, dass die Tochter des Imbisswirts zur Wache gekommen ist. Da ihr Vater sich große Sorgen um sie macht, gestatten die Polizisten ein kurzes Treffen der beiden. Keine. Hallo. Nein, es geht sehr gut. Was machst du denn für Sachen? Ja, aber ich möchte erst wissen, was hier los ist. Das ist alles okay, das wird ja schon geregelt. Nee, das wir gehen wieder. Es ist wichtig, dass du nach Bochum fährst zu deinem Onkel. Sie wollten hier was erzählen. Sie wollten hier also noch einen Moment hier. Ansagen machen. Wollen Sie uns verarschen? Nehmen Sie ruhig noch mal Platz. Worum geht's jetzt hier mit Bochum? Was ist das für eine Sache? Warum soll sie nach Bochum fahren? Da hat sie erstmal ihre Ruhe und kann den ganzen Mist, den sie gesehen hat, kann sie dann erstmal verarbeiten. Es gibt hier ein ganz anderes Problem mit Bochum. Ist Ihre Tochter zu Hause nicht sicher? Haben Sie ein Sicherheitsbedürfnis? Nö, die soll einfach nach Bochum. Ich darf doch mit meiner Tochter sagen, die soll nach Bochum fahren. Wie alt ist Ihre Tochter? Ist alt genug, die kann da reinfahren. Deckig. Ich denke, wir schließen das einfach. Ja. Ohne eine Aussage. Die Anzeige kommt und ja, dann, denke ich, können Sie erstmal gehen. Wir müssen gehen lassen, das geht gar nicht anders. Ja. Ja, also wir haben keine rechtliche Grundlage, jemanden endlos festzuhalten. Dafür gibt es die Gesetze auch, sag ich mal. Wenn es einen dringenden Tatverdacht gibt und er vielleicht auch weiter, sag ich mal, aussagebereit ist, dass wir das konkretisieren können, dann werden wir sicherlich über einen Staatsanwalt einen Urhaftbefehl anregen. Und dann muss man gucken, ob eine Richtervorführung stattfinden wird und er dann in Urhaft geht. Aber so weit sind wir noch nicht. Gut, entlassen. So. Aber das ist nur vorübergehend. Gegen den Budenbesitzer wird weiterhin wegen Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Doch wahrscheinlich wurde er nur straffällig, weil das Prügelopfer ihn unter Druck setzt. Schließlich ist der Geschädigte vorbestraft wegen Betrugs, Körperverletzung und Prostitution, begangen mit seinen beiden Brüdern. Die Kommissare wollen daher in diese Richtung ermitteln. Nur wenige Straßen entfernt werden die Polizisten unerwartet Zeugen eines gewaltsamen Übergriffs auf den Imbisswirt und seine Tochter. Was ist denn da vorne los? Was haben wir denn da? Ja, da passiert irgendwas. Fahr mal schneller. Oh, da müssen wir gucken. Das ist doch, den kennen wir doch. Von den Akten her. Komm, raus. Los, schnell. Jetzt zieht die rein. Komm, zack. Wir sind ja in eine Situation geraten, die, ja, ich sag mal, zweischneidig war.
Auf der einen Seite flüchtende Straftäter, irgendeiner wurde ins Fahrzeug hineinbuxiert. Und auf der anderen Seite für uns viel näher und viel einfacher zu erreichen, eine junge Dame, die offensichtlich gegen ihren Willen in irgendein Gebäude gezerrt werden sollte. Ja, da müssen wir uns entscheiden. Und in dem Falle ganz eindeutig, da hatten wir die größeren Chancen, hat sich ja dann auch bewahrheitet, die junge Frau zu retten. Wo sind die hingefahren? Komm, sag. Karlstraße 13. Okay, hier, nimm mal Ecki. Hol mal Verstärkung. Egon von 3216. Was wollen die da machen? Wir brauchen Verstärkung hier in der Karlstraße. Wer wohnt da? Transport einer festgenommenen Person. Komm, sag, wer wohnt da? Gleichzeitig Fahndung nach einem weißen. Was wollen die da mit dem Typen? Mercedes-Benz, A-Klasse, du sollst es mir sagen. Modell, Duisburger Kennzeichen. Was wollt ihr mit dem machen? Wir wollen Geld von ihm. Sag verstanden. Geld zurück? Ja. Fordert ihr Geld? Schuldet er euch Geld? Ja, er schuldet uns Geld, verdammt normal. Wie viel denn? Genug. Der Festgenommene ist einer der kriminellen Pape-Brüder. Von der Tochter des Imbisswirts erfahren die Beamten, dass die drei ihr und ihrem Vater auflauerten und beide verschleppen wollten. Ihr Vater ist jetzt in der Gewalt der Verbrecher. Erzählen Sie. Was soll ich sagen? Ja, Sie wollen uns was erzählen. Wo die hingefahren sind, haben Sie uns ja schon erzählt. Ja. Und was war noch? Irgendwas muss Ihnen doch auf der Seele brennen. Er hat mir dann ein bisschen was erzählt, und zwar dahingehend, dass er... dass da wohl Kredite gelaufen sind, die nicht zurückgezahlt worden wären. Die ganze Sache, es wurde immer mehr ein Schuh draus. Letztendlich kam die Aussage auf die Frage hin, was wolltet ihr denn mit der jungen Dame machen? Ja, die wollten wir ein bisschen Geld verdienen lassen, der zahlt uns ja die Kohle nicht zurück. Und da kam dann raus, sie wollen die auf den Strich schicken. Und es war jetzt so, dass diese Art der Straftat den Herrn Papier ja nicht wesensfremd war. Auf die... Die Kollegen, die für die Frau Joachim zuständig sind, ja, die kommen gleich. Die sind unterwegs, okay. Gut, ihr wartet bitte noch so lange, bis sie da ist. Und er hat ja jetzt Zeit. Er hat okay. Viel Zeit in der nächsten Zeit. Sehe ich auch, ne? So. Ja? Okay, alles klar. Die Beamten brechen sofort auf. Zu der Adresse, die ihnen der Festgesetzte verraten hat. Gleichzeitig beordern sie Verstärkung zum Einsatzort, einem Abrisshaus. Dort entdecken sie auch das Tatfahrzeug. Ein eindeutiger Hinweis, dass die Brüder den verschleppten Wirt hier gefangen halten. Gehst du hinten rum? Ich gehe. Ich gehe dann vorne. Okay. Ich glaube, da irgendwas ist da. In dem Haus. Ja. Okay. Wir hatten Verstärkungskräfte schon vor Ort, die sich um das Gebäude positioniert hatten, verdeckt positioniert hatten. Und wir haben dann für uns lagebedingt entschieden, dass ich mich von der hinteren Seite versuche, in das Gebäude hineinzubegeben. Und der Frank ist dann von vorne reingegangen. Wir waren eigentlich bis auf wenige Sekunden nicht im Sichtkontakt, hatten aber andere Kollegen da stehen. Und ich habe mich dann von hinten ins Gebäude begeben. Nur die Kette von dem Opfer. Die Beine nach hinten. Lang, los! Arm nach hinten. Ja, während wir den Herrn mit dem Baseballschläger versorgt haben, ihn festgesetzt hatten, hörte ich ein Wimmern von nebenan. Und ja, da war es natürlich ganz klar, da mussten wir erst mal gucken, was ist denn da los? Der Mann war sicher, der konnte uns nicht mehr flüchten. Ja, dann galt unsere Aufmerksamkeit dem anderen Raum. Sehr gefesselt, ich geh mal da gucken. Herr Jochal, was ist mit Ihnen? Ein Täter ist nach oben. Ein Täter ist nach oben gelaufen. Oben ist noch einer. Nur einer? Nur einer. Der ist gerade hoch. Okay, Sie kommen klar. Ich komme klar. Ja, Scheiße, wir haben geschossen! Ruhig, wir helfen dir gleich! Ah!
Also dieser Schusswaffengebrauch war in einer Art absolut irgendwie tragisch. Also Schießen ist immer unangenehm. Aber ich fand es dann doch irgendwie absolut skurril, weil der Typ dann tatsächlich sich darüber beschwert hat, dass wir doch wirklich zurückgeschossen haben. Also wie können wir sowas tun? Ich weiß nicht, was er erwartet hatte. Ich hatte meine Wattebäuschen gerade nicht mit. Da musste ich einfach schießen, um mich zu retten. 13:25 für 32:16. Für den verletzten Täter rufen die Polizisten einen Rettungswagen zum zweiten Mal an diesem Tag. Denn bei ihm handelt es sich um Georg Pape, den Mann, der am Vormittag vom Imbissbesitzer verprügelt wurde. Aus purer Verzweiflung, wie die Beamten herausfinden. Der Georg Pape hat mir Geld geliehen. Ja. Und wollte es dafür zurückhaben, aber natürlich nichts. Okay. Was ich ihm geben konnte, hat er mich bedroht, meine Tochter bedroht und kam auch in die Imbissbude mit seiner Waffe. Ich habe ihm die Waffe abgenommen und dann... Haben Sie meine über den Weg? Also im Prinzip... Geh mal ran, die ist für uns. Im Prinzip. Erzählen Sie euch weiter. Ja, und dann kam die Entführung dazu. Halt, das Ganze war halt Geldsache. Und er hat dann endlich reinen Tisch gemacht. Er hat uns also die gesamte Geschichte erzählt. Und war auch uns gegenüber dann einer völligen, ja, man kann sagen, Sinneswandlung gegenüber eingestellt. Warum sind Sie vorhin nicht damit rübergekommen? Gut, komm, gehen wir raus. Wir gehen raus. Auf seine Peiniger muss der Imbisswirt nicht mehr treffen. Beide befinden sich bereits in Gewahrsam. Überraschend taucht jedoch seine Tochter am Einsatzort auf. Sie hatte die Adresse bei der Festnahme des ersten Täters mitgekriegt und ist aus Angst um ihren Vater hergekommen. Ja, wir hatten ja vorhin die Sache schon besprochen, wir beide. Ihnen geht es soweit gut, dass Sie auch eine Vernehmung jetzt durchführen können. Wir lassen gleich noch mal einen Arzt über Ihre Wunden gucken und lassen sich behandeln. Soweit es geht, vernehmen wir Sie dann noch mal in der Geschichte. Ja, geht das? Gut, dann gehen wir zum Auto. Steigen Sie bitte da schon mal ein oder warten da auf uns. Machen wir das gleich. Das vermeintliche Prügelopfer ist somit der wahre Täter. Ihm und seinen Brüdern wird Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Auch die bei der Schlägerei eingesetzte Waffe kann den Brüdern zugeordnet werden. Das Verfahren gegen den Imbissbesitzer wird eingestellt.